Der Unlimited Challenge Champion macht sich auf den Weg zu seiner zweiten Titelverteidigung. Und das Besondere an diesem Titel ist ja, man weiß nie, wer der Gegner sein wird. Liebe Fans, ihr habt genauso wenig Ahnung wie ihr. Also lassen wir uns einfach mal gemeinsam überraschen. Hier kann wirklich jeder auftauchen. Oh nein. Und jetzt Ruhe. Kann ich das skippen? Nein, das hören wir uns in voller Länge an. Oh Gott. Bevor ich hier noch mehr vermischt, möchte ich nur kurz eins anmerken. Denn dit ist Berlin. Ich bin die Nummer 1. Ich bin nicht Oberhaupt. Man nennt mich King fucking Knut. Die Berliner Schnauze. Und ich bin der Unlimited Challenge Champion. Zu meiner Seite die schönste Dame aus Thale hier in Bremerhaven, Meneket. Ihn, meiner Jungs, habt ihr schon gesehen. Den Koloss aus Leipzig, Christi Tan. Ganz verletzt leider mein Musterschüler neben den einarmigen Banditen dort, Herbie Wara. Und jetzt Bremerhaven, kommen wir zur Clute-Show, dann Unlimited. Wenn man Unlimited daran denkt, dann denkt man an Clute. Dann denkt man an die Nummer 1. Dann denkt man an den Mann, der kann, was keiner kann. Manche hassen mich. Manche lieben mir. Aber man kann eins nicht abstreiten, dass ich der polarisierendste und beste deutsche Catcher gerade bin, wenn es darum geht, einfach mal die fucking Hütte abzureißen. Und solange dieser Mann dort am Headset nicht erkennt, was er an mir hat, werde ich nicht aufhören, das immer wieder von Show zu betonen. Kommen wir jetzt mal zu Bremerhaven, denn ich hab mal auf der Landkarte nachgeschaut. Und außerhalb von Berlin gibt's wohl noch den Norden. Und da sind mir so Sachen hochgekommen. Im Norden, da gibt's ja auch ähnliche Catcher. Manche, die catchen bei so kleinen Ligen in Nordrhein-Westfalen. Die anderen, ja, große Namen, Apu Singh, Ivan Kiev, hier im Norden ansässig. Der Schwingerclub war hier im Norden ansässig. Mein Mentor, wie ein Vater, André Trucker, als er noch gecatcht hat, war hier ansässig. Der Norden ist bekannt für die Catcher. Und ich bin gespannt, wer sich traut, King fucking Clute herauszufordern. Noch egal, wer es ist, egal wer doch sein mag. Am Ende heißt es, dit ist Berlin und ich bin die Nummer 1. Oh, kann das sein? Ja, Clute hat es gerade selbst angesprochen. Da ist tatsächlich André Trucker,
Knut hat darüber gesprochen, dieser Mann ist wie eine Vaterfigur für ihn. Er ist sein Mentor, sein Trainer, sein Lehrmeister. Er hat ihn in die Welt des Wrestlings gebracht. Und jetzt fordert er ihn zu einem Match um den Unlimited Challenge Titel. Schönen guten Abend, Bremerhaven. Schönen guten Abend, Unlimited Wrestling. Da ich heute das erste Mal hier bin, werde ich mich einmal ganz kurz vorstellen. Autobahnmann! Okay, der eine oder andere kennt mich schon. Die meisten nennen mich einfach Trucker, manche nennen mich Autobahnmann oder den Dampfhammer. Oder Berlin-Killer. Wisst ihr, ich bin selber gebürtiger Berliner, aber ich weiß, warum ich mittlerweile in Norddeutschland lebe. Aber ich war noch nicht ganz fertig. Und es gibt Leute wie diesen mittlerweile leider völlig arroganten, überheblichen, nervigen Typen, der mich angesprochen hat in der Vergangenheit mit Papa Bär. Und Leute, wie gesagt, ich bin das erste Mal hier, aber ich muss direkt anfangen mit entschuldigt bitte. Es tut mir leid, dass ich es nicht geschafft habe, diesen kleinen arroganten Pisser im Griff zu halten. Und genau deswegen, glaube ich, wäre heute genau der richtige Zeitpunkt, um dir einmal so richtig schön in die Schnauze zu hauen. Stelle ich euch die beiden Kontrahenten noch einmal vor. Zu meiner Linken, der Herausforderer aus Kiel mit einem Gewicht von 115 Kilogramm. Er ist der Autobahnmann, der Dampfhammer, André Trucker. Und zu meiner Rechten, der amtierende Unlimited Challenge Champion aus dem Weddinger Kiez mit einem Gewicht von 49 Flaschen Whisky, die Berliner Schnauze Nicolas Klut. Oh, sag mal, das ist eine Flasche Whisky weniger als beim letzten Mal, oder? Tja, vielleicht war er nur auf dem Klo, man weiß es nicht. Wir haben es gehört, André Trucker. Für ihn wird das jetzt eine Lehrstunde, die er seinem Ziehsohn, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, Nicolas Klut, geben möchte. André Trucker ist nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie sich Klut entwickelt hat. Und für Klut geht es natürlich darum zu beweisen, dass er jetzt auf seinen eigenen Beinen steht. Also ein ganz interessantes Match. Ich glaube, das wird ja auch sehr persönlich direkt werden. Vor allen Dingen hatte André Trucker lange Zeit eine Pause eingelegt vom Wrestling. Ist jetzt auch erst vor kurzem wieder aufgetaucht bei Maximum. Und steht jetzt hier also zum ersten Mal bei Unlimited Wrestling im Ring. Und das gleich in dieser Open Challenge um unseren Titel.
Das ist schon ordentlich. Ja, du sagst es. Was wäre das für ein Comeback, wenn er direkt mit dem Unlimited Challenge Titel heute nach Hause gehen würde? Aber da muss er erstmal ein Knut vorbei. Wow, und da zeigt er gleich mal, warum er auch der Dampfhammer heißt. Wahnsinnig harte Schläge von André Tracker. Wow, Knut geht zu Boot nach diesem harten Shoulderblock. Clothesline hinterher vom Autobahnmann André Tracker. Wow, der legt hier all seine Power in diese Schläge. Aber auch Knut kann ja austeilen. Harte Clothesline in die Ringecke, gefolgt von diesen Tritten. Ja, Knut ist jetzt wieder am Drücker. Da wird er aber von Kev, the Ref, ermahnt. Ja, jetzt gibt es auch diese Ohrfeige hier von Knut. Wow, was für eine Watschen von André Tracker. Und wow, hebt ihn aus zum Body Slam. Da zeigt uns Knut, dass auch er richtig Kraft hat. Aber auch André Tracker kann Knut mit Leichtigkeit hochstemmen. Jetzt zeigt uns André Tracker wieder diese Chops. Vorarm von André Tracker. Jetzt gibt es hier diesen regelrechten Schlagabtausch beider Männer. Die stecken so viel Energie, so viel Elan und auch so viel Emotionalität in ihre Aktionen. Aber da sehen wir auch, wie vertraut sich auch die beiden sind. Die kennen sich seit so vielen Jahren. Tracker hat es angesprochen, er wurde zeitweise von Knut als Papa Bär bezeichnet. Schon fast niedlich, diese Seite, die wir hier zu hören bekommen von Knut. Kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen, bei der großen Fresse, die er heutzutage hat. Wenn du wüsstest, wie ich Knut manchmal nenne. Ich glaube, das möchte ich gar nicht wissen. Und Knut dreht jetzt hier auf den Dropkick sehr, hier läuft aber direkt in die Clothesline von André Tracker. Beide Männer am Boden, beide werden angezählt von Kev the Ref, unserem Ringrichter. Oh, da sucht Knut mal den Schutz. Hinter dem Referee und Kev the Ref geht zu Boden. Ja, so war das natürlich nicht geplant. Oh, wir sehen hier, was Kev the Ref hier für Schmerzen leidet. Der krümmt und windet sich hier am Boden. Knut nimmt jetzt hier Anlauf am Apron. Und da kommt er geflogen. Direkt vor die Füße der Fans in der ersten Reihe. Nimmt Tracker Platz zwischen den Fans. Ja, und muss hier wieder diese Chops von Knut einstecken. Oh, aber Tracker, auch der kann immer noch austeilen. Knut muss mit dem Kopf gegen den Apron, die härteste Stelle des Rings. Und Tracker wieder mit diesem harten Kick. Wow, jetzt sind sie hier auch direkt vor uns, vor unserem Kommentatorenpult. Und Tracker, er nimmt Anlauf. Big Boot! Boah, der haut Knut direkt vom Stuhl. Und dann nimmt Knut gleich mal Platz auf dem Schoß eines Fans.
Und direkt hinterher gegen den Ring Apron. Ja, das ist der Plankestahl. Jetzt geht es da gegen diese Mauer. Ja, Apollo und Bruno. Das sind Ziegelsteine, ja, auch da gibt überhaupt nichts nach. Absolut nichts. Wer sich jetzt fragt, warum die beiden nicht ausgezählt werden, Kev the Ref immer noch am Boden. Immer noch ein paar Probleme, hat natürlich einen schönen Shoulderblock gefressen hier. Das muss man auch erstmal abkönnen. So lange haben die beiden hier die Möglichkeit, draußen sich zu prügeln. Oh. Und die Hand gegen den Ringpfosten. Die Fans bekommen auf jeden Fall was geboten für ihr Geld. Die Action ist mitten zwischen ihnen. Ja. Und wir sagen es immer wieder, wenn ihr auch mal dabei sein wollt, wenn ihr wollt, dass die Wrestler mitten zwischen euch kämpfen, dann holt euch Tickets auf unlimitedwrestling.de. Die nächsten Shows stehen schon auf dem Programm. Ja, das große Stichwort bleibt nach wie vor Wrestival am 23. und 24. Juli. Ja, und so langsam aber sicher verschwinden die beiden auch aus unserem Sichtfeld. Die prügeln sich hier hinter die Kulissen des Apollo-Theaters. Oh, jetzt geht es ja über den Tresen dieser Bar. Ja, da ist Knut irgendwo in der Menschenmenge verschwunden. Aber auch Knut, der will einfach nicht aufgeben. Das Match ist viel zu wichtig. Die beiden gehen mit einer Härte hier zu Gange. Ja, die schenken sich absolut nichts. Und das zeigt natürlich, wie persönlich es zwischen Knut und Tracker ist. Und nicht nur das, wir dürfen nicht vergessen, es geht immer noch um den Titel. Das Publikum steht ja eindeutig hinter André Tracker. Nur jetzt frage ich mich, kriegen die beiden auch mit, dass Kev the Ref sich mittlerweile wieder aufgerappelt hat und im Ring schon bei 2 ist? Nicht, dass die beiden hier ausgezählt werden. Ja, ich glaube, die haben dich gehört. So langsam aber sicher scheint es jetzt wieder in Richtung Ring zu gehen. Ja, oder auch nicht. Oh, 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 Knut mit dieser Kraftdemonstration. Snake Eyes gegen den Ring Apron. Und wir sehen ja auch, wie Red Cat um den Ring schleicht. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Wenn es drauf ankommt, kann Cat auch immer ein entscheidender Faktor in diesen Matches sein. Man darf sie niemals unterschätzen. So, jetzt ist Tracker wieder im Ring. Knut steht auf dem obersten Ringseil. Tracker erhebt sich. Oh, holt er Knut von den Seilen? Tatsächlich. Durch den halben Ring. Und Tracker mit dem Shoulderblock vom zweiten Seil. Das war schon ein sehr, sehr knappes Cover. Wir sehen aber auch Kev the Ref, der hat Schmerzen, der hält sich noch immer die Schulter. Da hat er vorhin schon ordentlich was abgekriegt. Knut wird hier aufgeladen, befreit sich aber, versucht es zumindest. In den DDT gedreht. Ja, Knut, der pumpt hier, aber man darf ihn nicht abschreiben. Jetzt versucht es Knut nochmal, steigt wieder auf die Seile, jawohl. Tracker kommt auch wieder auf die Beine. Und da kommt Knut. Und da fliegt der Dropkick! Wow. Geist
ist es gegenwärtig. In allerletzter Sekunde kann sich André Tracker hier befreien. Wenn wir sehen, in Klut arbeitet es. Er denkt darüber nach, was kann ich tun, um diesen Mann endgültig zu Boden zu ringen. Backbite-Drop von André Tracker. Die beiden, die kennen sich so gut, die können alles kontern, was der jeweils andere vorhat. Belly to belly. Wow. Für eine Sekunde dachte ich schon, der Titel wechselt in den Norden. Aber Klut befreit sich noch gerade so. Ja, Cat, sie feuert ihren Schützling an. André Tracker, der muss jetzt hier weiter nachsetzen. Klut kontert. Oh, da beißt er mal direkt in die Hand von André Tracker. Nicht schön, aber auf jeden Fall effektiv. Aber Klut, der geht ja erstmal zu Boden. Klut wird erneut geschultert. Dropkick. Oh, und jetzt kommen die Straps runter. Ja, jetzt macht Klut ernst. Piledriver-Ansatz, aber André Tracker, der blockiert. Kommt raus, tritt gegen Klut. Knee Strike. Kick hinterher. Wow. Aber Klut hat noch die Berliner Luft in sich, die es braucht, um Champion zu sein. Da hat wirklich nur noch eine hundertstel Sekunde gefehlt, damit dieses Cover durchgeht. Tracker zieht hier Klut an den Haaren nach oben. So, das Publikum bekommt erstmal die Chance, hier mitzuzählen. Schläge an der Ringecke. Oh, Tracker, da ist der Fehler. Könnte jetzt der Fehler gewesen sein. Das ist die Sit-Up-Powerbomb von Klut. 1, 2, 3, wow. Das war's. Das war's. Gewinner dieses Matches via Pinfall und damit weiterhin Unlimited Challenge Champion Nicolas Klut. Und der Titel ist und bleibt in Berlin bei King fucking Klut. Der Sohn ist aus dem Schatten seines Vaters herausgetreten. Ja, und hat uns die erfolgreiche zweite Titelverteidigung hier geliefert.